Operation Glasshammer. In den letzten 24 Stunden ist der Konflikt zwischen Brasilien und Las Trinidad deutlich eskaliert und ein Krieg scheint unvermeidbar. Die PMC-Truppen von Las Trinidad sind in höchster Alarmbereitschaft und ein Angriff könnte jeden Moment erfolgen. Ach, immer wieder Krieg, überall wo man hinhört. Und das auch noch im schönen Rio de Janeiro, Brasilien. Ach, mit dieser Jesus-Statue. Ach, ich finde das so geil. Gut, dann gucken wir mal, was es da zu sagen gibt. Was da zu machen gibt. Auswählen bitte. Jagdflieger, Bomber, Bodentruppen und Marineeinheiten, Hammer. Ach du Heilige. Da kommt ja was auf uns zu. Schön, dass Sie Ihr Zertifikat haben, Crenshaw. Wenn einer wie Sie das schafft, sollten die anderen Piloten keine Probleme haben. Willkommen in Rio. In den letzten Monaten eskalierten die Feindseligkeiten zwischen Brasilien und Las Trinidad, der nationalistischen Anti-US-Allianz, die die Staaten an Brasiliens Nordgrenze regiert. Die Spannungen haben nun einen Höhepunkt erreicht und beide Seiten sind in höchster Alarmbereitschaft. Jederzeit könnte ein Krieg ausbrechen. Das ist eine große Chance für unsere Firma. Unser Aktienwert hat sich durch Spekulationen, dass wir die Kampfhandlungen gegen Las Trinidad anführen werden, fast verdoppelt. Nach den Vertragsmodalitäten könnten Kampfprämien und Leistungsboni einen zusätzlichen Profit von mehreren hundert Millionen Dollar bedeuten. Crenshaw, Ihre Staffel ist ein Schlüsselelement in der Verteidigung von Rio. Beschützen Sie die Stadt mit Ihrem Leben. Viel Glück und gute Jagd, Captain. Seien Sie wachsam. Jetzt nur mal so fürs Protokoll. Die Aktien verdoppeln sich, wenn irgendwo auf der Welt Menschen sterben. Also, Krieg heutzutage ist alles nur noch ein profitables Geschäft. Heieiei. So, wir machen natürlich wieder auf normal. SU-27 Flanker. Alter, guckt euch diese Mühle an. Auch wieder sowas sowjetisches. Ach, geiles Teil. Guckt euch dieses Ding an. Ach, wie schön die aussieht. Nee, das Ding will ich nicht. Obwohl das Ding mir auch eigentlich gefallen würde. Cool, da können wir sogar noch ein bisschen reingucken. Was haben wir da noch? F-15? Achso, das ist das, womit wir die Trainingsmission im Off-Modus gemacht haben. Die F-15 Active. Was haben wir noch? Die F-2? Ist das die Falcon? Die fand ich ja auch immer so geil, damals. Ja, früher in meiner Jugend, The Wild Weasel, das haben wir ja auch schon gehabt, die Maschine. In meiner Jugend war ich ja immer so ein bisschen Fanat in so Kampfflieger. Da habe ich auch immer so, neben Autoquartetts habe ich auch immer so, so Flugzeugquartetts gehabt mit Militärjets und sowas. Fand ich immer ganz interessant, die Dinger. Ich wäre ja echt geneigt, jetzt echt mal mit der MiG-25 zu fliegen. MiG-29 Vulcrum, die hatten wir auch schon. Die Frogfoot hatten wir. Aber da die ja hier empfohlen wird, die SU-27 Flanker, nehmen wir die. Ah, die sieht aber auch geil aus. Gut, nehmen wir die. Luftherrschaft, alles andere ist ja noch gesperrt. Und dann gucken wir mal. So, Steuerungstyp, Standardsteuerung, ermöglicht volle Kontrolle über das Flugzeug im Off-Modus. Wir machen erstmal normal. Und dann schauen wir mal. Ladedaten, ja, kenne ich. Geht mal auf Kurs. Swap Reaper
Formation beibehalten und Patrouille fortsetzen. Erwarten Sie weitere Anweisungen von der Flugleitung. Beachten Sie, dass wir den Leiter des Bodenteams ebenfalls auf dieser Frequenz haben. Dragon 26, wie ist Ihr Status? Hier ist Dragon 26. Meine Männer haben Defensivstellungen in und vor der Stadt eingenommen. Erwarten Befehle. Ja. Achtung an alle. Alarmstufe 1. Wiederhole. Bestätigter Alarm der Stufe 1. Feindeinheiten rücken aus verschiedenen Richtungen vor. Mehrere Jäger im Anflug aus Richtung 090. Bereithalten zum Abfangen. Wiederhole. Bereithalten zum Abfangen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ach, jetzt schießt er wieder automatisch. Alle Feindeinheiten im Kampfgebiet anzugreifen. Kurs 090. Der Vektor auf dem Hut wurde aktualisiert. Feuer frei. Verstanden. Wir fangen die Banditen ab. Ja, fangen wir mal ab. Alter, ich kann nicht mal hier das schöne Rio genießen. Aber jetzt hier rumballern müssen. Alter, das sieht so geil aus hier mit dieser schönen Brücke. Ah, und hier die Jesus-Statue. Ach, Mann. So, guck mal her, Freund. Nicht automatisch feuern. Ach, mach mal im Offscreen. So, jetzt. Guter Start. Ach, du sollst die Rakete nicht abfeuern, du Nase. Warum schießt der automatisch die Raketen ab? Das nervt. Will ich gar nicht. Ich will den da haben. So, Freund. Komm mal her. Rakete abgefangen, Trefferbericht negativ. Ich krieg dich, Freund. So, dann ich den da oben noch. Wohl eigentlich der Offscreen, der Off-Modus. Finde ich schon eigentlich nicht schlecht. Was? Ja. So. Ja, jetzt will ich aber erstmal den da hinten haben. Oh, was? Nix Ziel verfehlt. Au, 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 au. Wupp. So. Wieder mit dem schönen Brems. Wieder mit dem schönen Bremsmanöver. Hat man erwischt. Verfolgt den mal. Mach den weg. So. Ha. Unfassbar, Anfänger. 500 XP haben wir gekriegt. Alter, du hast eine ziemlich große Klappe, mein Freund. Bin ja schon dabei. Und rum hier. Jetzt kann man so ein bisschen die Skyline hier. Jetzt kann ich hier so ein bisschen die Landschaft genießen. So, Freundchen, du komm mal her. Aua! Das Bombentreffer. Das ist ein Staatsstreich. Reaper, benutzen Sie das ERS, wenn Bodenziele von Gebäuden verdeckt sind. Es zeigt Ihnen den optimalen Anflugwinkel. Ich glaube, was ich hier mache. Unsere Männer haben Stellung um den Präsidentenpalast bezogen. Werden periodisch von außerhalb unserer Schutzzone beschossen. Wir brauchen Luftunterstützung, sonst halten wir nicht lange durch. So. Verstanden. Reaper, lassen Sie Dragon 26 jede mögliche Hilfe zukommen. Feindliche Panzer sammeln sich am Stadion. Greifen Sie an, schnell! Hier sind feindliche Panzer bei der Brücke! Herrschaftszeit nochmal!
Was? Sie haben die Rakete ausgetrickst. So, jetzt Bendo weg. Abi, Schwarmführer, unsere Truppen an der Küste werden schwer getroffen. Die gehen schon auf dem Zahnfleisch. Ja, das kann man noch nicht machen, okay. Da hinten, da muss ich hin. Hallo? Ich habe hier leichte Orientierungsschwierigkeiten. So, jetzt. Die Oracle. Es gibt neue Primärziele. Eine Welle schwerer Bomber fliegt auf das Stadtzentrum zu. Wenn nur einer dieser Bomber durchkommt, liegt Rio in Schutt und Asche. Fangen Sie sie ab, egal wie. Schwarm Reaper bestätigt, wir kümmern uns um die Bomber. Falsche Waffe. Verstärkung. Der Feind greift aus allen Richtungen an. Wir werden aus der Luft und von Artillerie beschossen. Ist denn keiner da, der uns helfen kann? Ja, schon da. So. Alter, was geht denn hier ab? Du willst mich wohl hier veräppeln? Jetzt habe ich jetzt eine Multi-L-Rakete drin. Ja, super. Und ich bin hier gerade voll am Abdrehen. Kann mich... Ja, schieß noch mal ab. Ich glaube, mein Gamepad ist kaputt. Weg mit. So, jetzt, was haben wir da hinten noch? Kein Treffer, zielen Sie besser. Die Munition ist teuer. Ach, halt die Fresse. Das ist kein Grenzkonflikt mehr. Das ist ein handfester Krieg. Wahre Worte. Die halbe Stadt brennt. Wenn wir die Jungs nicht aufhalten, haben die Brasilien bis Mitternacht eingesackt. Weg mit. Ich muss jetzt erstmal hier die eine Küste hier mal sauber machen. Hier ist mir noch viel zu viel. Natürlich treffe ich wahrscheinlich wieder nur die Gebäude. Ziel in Schussweite. Ah, toll. Ach. Uah. Ich sollte vielleicht mal nach vorne gucken, dass ich mal weiß, wo ich hier hinfliege. Ja, du, saubere Trennung, genau. Warte mal, ich flieg mal da hinten zu den Bombern. Ach, Kacke. So, hier sind die Bomber. Die müssen weg. So. Jetzt. Wo ist der andere? So, du auch. Komm, mach weg. Ah, hab ich den natürlich nicht getroffen. So, weg. So, da ist noch ein Bomber. So, jetzt nochmal kurz abfangen. Nein, jetzt hat er die Tauschkörper wieder abgeschossen, der Nasenbär. So. Okay. Was? Die Warnung. Rakete kommt, ausweichen! Bin ja schon dabei. So, jetzt. Hier Oracle, die meisten Feindpanzer wurden ausgeschaltet. Wir haben es fast geschafft.
Eieiei. Gut, der war auch weg. Grünschnabel, Jägerpilot, nochmal 500 XP. Sehr schön. Kein Schaden so. Erzeugt. Ziel erfasst, Box 2 Fox, Schwarmführer mit Abschuss. Gut. Da hinten ist noch ein Bodenpanzer, den will ich noch haben. Ups, mal hoch. Jetzt wieder schön. So, jetzt. Rakete abgefeuert. Treffer! Treffer auf Bodenziel, ein Abschuss. Mach die Tech-Map nicht so. 6 Uhr. Was? Nein. Viertel vor drei. Alter! Was so? Ja? Ja, das war echt knapp. So, jetzt mal wieder das da einschalten, dass wir wieder schön auf Abfangkurs können. Wupp. Gedreht. Eieieiei. Fliegt sich wie ein Schulbus. Gut. Jetzt haben wir da hinten noch ein Landungsboot. Da will ich jetzt auch noch hin. So. Da hinten fliegen noch ein paar Bomber rum. Die will ich aber. Ich will auch erstmal jetzt hier die Schiffe da weg haben. Die stören mich nämlich. Führung mit Raketenabschuss. So. Captain meldet Fox Kill. Was? Wie Erfassung? Hamburg bestellt oh. Rakete. Gegenmaßnahmen, Schwarmführer. Kacke. Rakete von. So, jetzt nochmal zurück. Ich will dieses blöde Landungsboot da haben. So. Ziel wunderbar. Ach, jetzt hör doch mal auf mit dem Mist hier. Verballersch meine ganzen Raketen. So, jetzt. Was? Trefferbericht negativ. Ach, verdammt. So, jetzt nochmal zurück. Zurück. Hopp. Einmal. Das feindliche Schiff zerbricht. Die feindlichen Landungstruppen sitzen am Strand fest. Greifen Sie weiter an. Wir treiben Sie zurück in die Bucht. Ich will nicht am Strand vom Rio zerschellen. So, jetzt haben wir hier oben noch die Bomber. Checkpoint erreicht. Dann machen wir jetzt noch die Bomber da weg. Und dann... Boah, da ist ja immer noch so viel Gelb da hinten. Was? Ah, ist ja okay. Gut. So, Freundchen. Dann haben wir drei auf einmal. Mal gucken, ob wir die treffen. Das war für die Geschichtsbücher. Box 2, Box 2. Na komm, treff ich. Das war der letzte Bomber. Oracle, können Sie das bestätigen? Bestätigt, Kasper. Mein Schirm ist leer. Die übrigen Gegner ziehen sich zurück. Viel Glück, euer Feind! Das feindliche Schiff treibt im Wasser, gute Arbeit! Hier ist Box 2-6, wir stehen unter schwerem Beschuss, aber der feindliche Vormarsch ist in Stock geraten! Gut gemacht, Reaper, die Stadt ist wieder sicher. Wir haben alles erledigt, was das Trinidad uns entgegengeworfen hat. So schnell kommen die nicht wieder. Sagst du? Oh oh. Schwarm Reaper, wir haben unverschlüsselte Funknachrichten des Feindes abgefangen. Das wird euch sicher interessieren. Wenn Sie abrücken und fliehen, setzen Sie ihnen nach. Ich bin in dem Artemis 2 in 8 Minuten. Ja, ich. 3-5. Meint ihr das ernst? Was ist denn verkehrt für einen Namen? Klingt wie eine Zahnpasta-Marke. Schwarmführer, hier ist Reaper 1-1. Habe nicht Kontakt zu den Banditen. Einmal los! Rakete von. Ja, ich bin ja schon ausgewichen, Nasebär. So, jetzt. Knall denn weg. So. Gut. Ja, dann rammen doch. Ist mir doch wurscht. Nach meiner Ein- und Ausfahrt. Ich tauche rechts ab.
Verdammt. Okay, gut. Der wäre weg. Dann wieder rum. Wupp. Es sei ja scheuer, ho ho ho. Naja, haha. Boing. So, wo ist der nächste? Yes, Nase hoch, Nase hoch und Gas geben. Uiuiui. Ist beinahe schief gegangen. Und. Oh, musst du jetzt ausweichen, du Nase? So, hier, friss. Jupp, nochmal rum. Ah, verdammt. Was? Achso, die Raketen brauchen eine Weile, bis sie aufladen. So, friss. Ah, sehr kleiner Penner hier. Na komm, 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 komm. Ey, das ist mein Manöver, was ich hier mache, du Ochs. So, jetzt aber. Alter, ich krieg dich. Ach. Könnt ihr jetzt auch mal was machen, Leute? Ach, ich krieg den nicht. Also geht doch. Ja, machen wir, Joch. Mission erfolgreich. Okay. Das müsste fürs Thumbnail reichen. Da müssen wir jetzt mal ein paar Bilder raussuchen. Oh, Level 7 Aufstieg. Geil. Abschüsse. Aha. 500. Nochmal 500. Und nochmal 500. Nochmal 500. Ach du geil. Wir sind auf Level 9. Glasshammer beendet. Karte Backfire freigeschaltet. Mir 5 freigeschaltet. Level 7 Aufstieg. Neuer Rang erreicht. Staff Sergeant 2. A6A freigeschaltet. Level 8. Technical Sergeant 1. AV8B freigeschaltet. Level Aufstieg 9. Technical Sergeant 2. Mir 2000C freigeschaltet. Boah, müssen wir gleich mal gucken, was das für Dinger sind.